Hallo zusammen und seid mir ganz herzlich gegrüßt zurück bei Let's Play The Book of Unwritten Tales. Ja, der guckt hier schon so ganz verdattert. Ach ja, wir müssen jetzt hier wieder hineingehen. Ich nehme mal ganz stark an, wir müssen einfach so viele Dinge wie möglich hier mit rausnehmen aus der Höhle, bevor sie uns immer wieder, rauswerfen. Da rechts unten, da konnte man nicht mehr wirklich etwas holen, aber hier haben wir noch einen Schlauch, den ich jetzt mal versuche zu ergattern. Ich hoffe einfach... Das ist so eine Art Wasser- oder Trinkschlauch. Die werden normalerweise aus bestimmten Dingen, aus Tieren hergestellt. Aber ich will nicht ins Detail gehen. Okay, nimm das mal bitte schnell. Ich hoffe wirklich, dass man hier ein paar Sachen einsammeln kann, bevor die hier rumwuseln. Die Erdwichtel wärmen sich ab und zu daran. So kalt ist es hier aber eigentlich gar nicht. Okay, geh mal wieder raus. Ah, Mist. Ich dachte, man kann jetzt schnell wieder raus. Aber wir haben den Wasserschlauch und wir haben den Teddy und wir haben dieses Dynamit. Ja, ist ja gut. Daraus müssen wir bestimmt später in irgendeiner Art und Weise was basteln. Und hier diesen komischen Magneten haben wir ja auch noch. Aber ich glaube, wir brauchen da noch ein bisschen mehr. Ich weiß nicht, ob das hier die richtige Taktik ist. Ob ich wirklich hier... Kann man den auffüllen? Jawohl. Ob man das wirklich so machen muss oder ob ich hier irgendwas total falsch mache? Ich fülle so viel Wasser in den Schlauch, wie es eben geht und knote ihn dann zu. Ein Prachtstück. Der Schlauch ist prall mit Wasser gefüllt. Ich muss aufpassen, dass er nicht platzt. Okay, aber was bringt mir das jetzt? Ein Prachtstück. Der Schlauch ist prall mit Wasser gefüllt. Ich muss aufpassen, dass er nicht platzt. Okay, aber was bringt mir das jetzt? Ich probiere hier mal wieder einfach mal drüber zu gehen, aber ich glaube, bisher habe ich noch nicht so wirklich einen Überblick. Gut, also ich glaube, aus der linken Ecke haben wir jetzt alles raus. Dann mal gucken, was ist... Achso, hier gab es ja nur das Dynamit. Genau, und hier ist ja nichts weiter. Also wenn ich die Leertaste drücke, dann wird mir hier nichts angezeigt. Dann haben wir da oben noch ein paar Sachen. Denke ich mal, oder? Ja, da. Eine Fackel. Okay, allerdings weiß ich nicht, ob man da überhaupt rankommt, weil der müsste uns ja eigentlich sofort sehen, oder? Ja. Genau, das hätte mich jetzt auch ziemlich gewundert. Muss man die mit dem Wasserschlauch vielleicht irgendwie nass spritzen oder sowas? Geht das? Ah, das ist ärgerlich, dass man hier gleich immer rausgeworfen wird. Das ist natürlich sehr süß gemacht. Kann auch sehr frustrierend sein. Einfach so, nee, dann geh mal wieder da rein. Oder vielleicht können wir hier links gleich bei denen irgendwie mit dem Wasserschlauch die Feuerstelle ausmachen. Ist das vielleicht, Nee. Da tut sich nichts. Dann probiere ich jetzt gerade mal da oben hinzugehen und dann da irgendwo den Wasserschlauch, vielleicht anzuwenden. Oder die Wasserbombe. Wirf die Wasserbombe auf die brennende Fackel. Okay, mach mal. Oh, süß. Okay, der sieht jetzt nichts mehr. Nimm die Fackel. Also, was heißt, der sieht nichts mehr, aber es ist halt dunkel. Diese Fackel ist nicht fest mit der Halterung verbunden, anders als die anderen. Die kann ich mitnehmen. Gut. Können wir jetzt an dem vorbeigehen? Ach, das merkt er jetzt nicht. Okay. Gut, dann sind wir schon mal einen Schritt weiter, immerhin. Eine primitive Fackel, sie ist erloschen. Ja, aber wenn wir überall Feuer, wo wir das vielleicht wieder irgendwie zum Brennen bringen könnten. Ein Haufen kleiner Steine und Staub. Vielleicht haben die Erdwichtel Gestein nach Edelstein durchsiebt und das ist dabei übrig geblieben. Ein Haufen kleiner Steine. Okay, ich dachte, du kannst da vielleicht irgendwas von nehmen. Aber, warum? Möchtest du hier mal Dynamit? Oh, stecke das Dynamit in den Schutthaufen. Okay, jetzt müssen wir wahrscheinlich tatsächlich die Fackel zum Leuchten bringen. Denke ich mal. Ich lasse die Stangen genau da, wo sie sind. Ja. Das wird wahrscheinlich nicht gehen, ne? Nein, weil die ist ja erloschen. Was haben wir hier sonst noch? Holzstück. Und da hinten? Betrachte die Adern im Fels. Okay, ich probiere mal gerade hier wieder rauszugehen und da vorne die Fackel anzuzünden. Weil ohne Feuer wird ja die Dynamitstange wohl kaum funktionieren, nehme ich jetzt einfach mal an.
Mal gucken. Jawohl, entzünde die Fackel. Jetzt weiß ich nicht. Stopp. Jetzt geht er dahin. Ich dachte jetzt gerade, ich weiß nicht, ob das Also wirklich was los. bringt. Also ob das, wenn die hier hinkommen, ob die uns dann sehen und wenn die da hinten stehen, ob die uns dann nicht sehen und so weiter. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Aber ich bilde mir einfach mal ein, dass ich bessere Chancen habe, wenn er die Wand anguckt und nicht gerade uns. So, dann probieren wir hier einfach mal die Fackel. Jawohl, entzünde das Dynamit. Also schön. Der geht jetzt ganz von selbst. Okay. Es hat auf jeden Fall geknallt. Oh. Hat das jetzt irgendwas gebracht? Kann ich da lang gehen? Ach, sehen die uns jetzt nicht, weil jetzt hier alles vernebelt ist? Ein glattes Holzstück, etwa einen halben Meter lang. Ich würde sagen, es ist eine Art Stiel. Magst du es mitnehmen? Perfekt. Und hier hinten war noch irgendwas. Ein kleines Kupfervorkommen. Wenn ich eine Spitzhacke hätte, könnte ich es abbauen. Ein kleines Kupfer. Möchtest du es abbauen? Also ich meine, wir können ja jetzt hier nicht irgendwie eine Spitzhacke bauen, oder? Also es geht ja wohl kaum mit dem. Das geht nicht. Können wir jetzt hier hinten vorbei? Gehe in die hell erleuchtete Höhle. Okay, jetzt sehen sie uns auf jeden Fall nicht mehr. Sehr schön. Ich habe das Gefühl, wir haben irgendwas vergessen, aber wir werden es ja dann merken. Ach was. Jetzt sind wir hier, wo wir sein sollen. Schaue hinab in die Höhle. Betrachte den Auf dem Altar. Altar sind eine ganze Menge Opfergaben verteilt. Vor allem glitzernde Dinge scheinen es den Erdwichteln angetan zu haben. Okay, das kennen wir ja, glaube ich, schon. Hier ist die Maske oder der Helm. Da unten ist er. Ich stehe genau über ihm, aber er ist zu weit weg, um ihn zu greifen. Was haben wir hier noch? Nichts weiter. Hier sind ja auch Wichteln hier unten, ne? Oder doch Erdwichtel heißen die. Holz. Nee. Ach, wir haben doch hier dieses Ding. Genau, geht das? Fange den Helm mit dem Magneten ein. So schön. Was zum... Zu Hilfe! Wache! Ich schwebe! Wusa? Ja, Wusa! Ich werde entführt! Nein! Ich bin es, Wusa! Dieser Helm hat Schande über mich gebracht. Er soll nicht länger mein Prophet sein. Das ist Blödsinn! Hört nicht auf ihn! Er soll verbannt werden. Der Mensch aber, den er vertrieben hat, soll uns von nun an willkommen sein. Ich bin der Prophet! Musa! Will ich? Nein! Musa hat gesprochen. Ach, wie genial ist das denn? Da werfen die Maske jetzt raus. Ach, wie cool. Ja, das hat Nate ja ganz geschickt gemacht. Können wir jetzt hier einfach rumlaufen, ohne dass die uns was tun? Guck mal, hier ist euer neuer Gott. Betrachte den Steinkopf. Ein Drachenkopf aus Stein. Völlig verrußt. Ein Erdwichtel fummelt an ihm herum. Sprich mit dem Erdwichtel. Hallo, du? Wusa? Die Steinfigur da, kann ich die haben? Wusa? Du willst dafür etwas anderes haben? Ich glaube, ich habe nichts für dich. Wusa? Ein Pompon vielleicht? Klaue einige Opfergaben? Okay, mach mal. Man kann ja nie wissen. Sorry, sorry, nicht aufregen. Da passt aber einer auf. Schade. Kann ich dir hier eins mit dem Holzstiel auf den Kopf geben? Nein. Möchtest du ein Teddy haben?
Nein. Ja. Wir reden nochmal mit dem. Okay, der... Du willst dafür nicht, glaube ich. Aber warum möchte der den Schädel überhaupt haben? Brauchen wir das für irgendwas? Und ich habe schon wieder nicht geschnallt. Wobei, können wir jetzt nicht wieder nach oben gehen und dann uns mit diesem komischen Magnetendingsbums hier so ein paar Opfergaben einfach klauen und dann schnell aus der Höhle verschwinden? Wäre ja vielleicht eine Möglichkeit, oder? Wobei wir jetzt vielleicht gar nicht mehr runterkommen. Nee. Okay, dann gehen wir jetzt hier mal wieder einfach raus. Die tun uns ja jetzt nichts mehr, wenn ich das richtig verstanden habe. So. Mit denen hier können wir nicht reden. Da vorne diese Adern da im Fels. Ich weiß nicht genau, ob wir da noch irgendwas machen müssten. Aber das kann ich auf jeden Fall mal im Hinterkopf behalten. So, da haben wir auch nichts weiter. Da haben wir nur das Feuer. Und hier ging es ja noch irgendwo runter, ne? Hier rechts. Beziehungsweise da war halt dieser Schacht. Ich weiß gar nicht, ob man da runtergehen konnte. Betrachte den Schacht. Ja, das haben wir schon mal getan. Ich kletter da bestimmt nicht runter. Ich glaube nicht, dass mir das weiterhelfen wird. Ja. Hä? Wieso schmeißen die uns denn raus? Ich dachte, die mögen uns jetzt. Na gut, vertan. Oh. Ihr verdammt. Ist doch gut, Nate. Du hast doch, was du bekommen wolltest. Und dann schnapp dir hier mal die Maske. Er sieht etwas staubiger aus als unten in der Höhle, aber ansonsten scheint es ihm gut zu gehen. Gut? Ich werde dich, Halt die Klappe. Ich muss einen guten Freund retten und dabei wirst du mir helfen, ob du willst oder nicht. Nimm deine Finger weg! Nein, 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 nicht die fettigen Haare! Okay. Gut, jetzt haben wir schon mal tatsächlich einen Rüstungsteil. Gehen wir hier wieder raus. Achso, muss ich die Karte benutzen. Da oben haben wir immer noch die Ogerhöhle, ne? Ich gehe mal gerade wieder hier hin. So, sieht das dämlich aus, ey. Ich rede nochmal mit den Leuten hier. Ah, der Lebende. Ganz genau. Und was gibt's Neues an der Blitzfront? Und? Was machen die Blitze? Leider gar nichts. Es sieht nicht nach... Achso, das kennen wir schon, ne? Kennst du dich mit Geisterpilzen aus? Ah ja, genau, wir müssten für den Tauren hier noch die Pilze machen. Weißt du etwas über Geisterpilze? Ja, das sind so kleine lila Pilze mit grünen Tupfen. Dieser Taure kauft dem Chef regelmäßig welche ab. Und weißt du, wo man sie finden kann? Da musst du schon den Chef fragen. Okay. Ich muss weiter. Lass dich nicht. Der Chef ist ja hier der Typ, oder? Der Zombie, den wir ja letztens befreit haben. Hallöchen, Geisterpilze. Hey, Chef. Ah. Ich suche Geisterpilze. Weißt du, wo hier welche zu finden sind? Hast du einen Schimmer, wo ich Geisterpilze finden kann? Da wirst du hier kein Glück haben. Tut mir leid. Aber der Taurenschamane meinte, er hätte seine Pilze aus der Gruft hier. Das stimmt auch. Aber er ist zu gierig geworden. Früher hat er sich einen Pilz in der Woche geholt. Zuletzt waren es 5 am Tag. Die Pilze sind abgeerntet. Es wird noch 1-2 Monate dauern, bis neue gewachsen sind. Das heißt, hier in der gesamten Gruft ist kein einziger Geisterpilz mehr zu finden? Tut mir leid. Dann habe ich ein Problem. Nee, hast du trotzdem ja Pilze. Mach's gut. Aber du färbst die ja aus irgendwelchen Gründen nicht ein. Ich habe die Pilze komplett lila angemalt. Als Geisterpilze gehen sie aber noch nicht durch. Es fehlen die grünen Flecken und der modrige Geruch. Toll, ernsthaft? Jetzt auf einmal machst du das? Na gut, vielleicht musste man erst eine gewisse Reihenfolge irgendwie einhalten. Keine Ahnung, ja, die grünen Tupfen. Macht er jetzt hoffentlich auch drauf. In Ordnung, damit habe ich wunderschöne lila Pilze mit grünen Punkten. Na, perfekt. Super. Wie ekelhaft. Die Pilze sehen schon mal aus wie Geisterpilze, aber sie riechen noch wie ganz gewöhnliche Pilze. Ach so. Um als Geisterpilze durchzugehen, müssen sie verfault und modrig riechen. Okay, verfault und modrig, da denke ich ja zuerst tatsächlich hier irgendwie an die. Hey, Chef! Der kann mir aber nicht weiterhelfen. Vielleicht die beiden da draußen nochmal, weil... Also, ne, ich meine modrig und so. Komm, wir versuchen einfach mal unser Glück.
Wobei ich wahrscheinlich schon wieder viel zu einfach denke, als dass es klappen könnte. Hey, Gulliver. Ah, der Lebende. Mhm. Diese Pilze müssten modrig und verfault riechen. Aha. Hört mal, ihr kennt euch doch mit unangenehmen Gerüchen aus. Na klar. Habt ihr eine Idee, wie ich diese Pilze modrig und faul stinken lassen kann? Riech jetzt mal. Das wird reichen, danke. Gern geschehen. Ich muss weiter. Lass dich nicht aufhalten. Okay. Geisterpilz-Imitation. Okay, mal gucken, ob das schon reicht für den Tau. Oh Gott, ist das eklig. Hey du. Oh, das ist so voll schön, wenn man hier reinkommt. Irgendwie, man fühlt sich gleich mit benebelt. So. Ich höre dich. Ja. Ich habe Geisterpilze besorgt. Schau mal, Geisterpilze. Ah, hervorragend. Und was für ein kräftiges Aroma sie haben. Okay, jetzt fragen wir nochmal. Du bist doch Regenmacher. Kannst du drüben bei der Gruft für ein Gewitter sorgen? Haben wir zwar schon mal gefragt, aber ich denke mal, ja, wir müssen es jetzt nochmal tun. Ein Blitz muss in die Antenne bei der Gruft einschlagen. Könntest du als Regenmacher nicht für das entsprechende Wetter sorgen? Ich kann für Regen sorgen, natürlich. Aber Blitze... Das ist eine andere Sache. Wieso? Es ist ein anderer Tanz. Sehr schwierig, sehr anstrengend. Dafür bin ich zu alt. Kannst du mir den Tanz beibringen? Du hast mir die Pilze besorgt. Also werde ich dir helfen. Hier stehen die Tanzschritte drauf. Du kannst gern dein Glück versuchen. Und wenn ich diesen Tanz richtig tanze, sind die Götter wohlwollend und sorgen fürs richtige Wetter? Nein. Der Tanz ist eine Beleidigung für die Götter. Die werden versuchen, dich aufzuhalten und Blitze nach dir schleudern. Toll. Das ist doch genau das, was du wolltest. Und nun entschuldige mich bitte. Ich will die neuen Pilze versuchen. Okay. Bis dann. Möge der Wind dir gewogen sein. Um Gottes Willen, hoffentlich bringen wir den nicht um. Weil wir hier so komische Pilze irgendwie... Unsere ganzen Farben sind weg. Oh, Manu. Naja, egal. Okay. Tanze den Regentanz. Du liebes Bisschen. Ich kann mich gerade noch beherrschen, hier sinnlos vor mich hinzutanzen. Wenn schon, sollte ich wenigstens in der Nähe der Antenne sein. Okay. Der Tanz sieht ziemlich kompliziert aus. Am besten, ich schaue beim Tanzen in die Anleitung. Okay, ich habe eine ganz furchtbare Ahnung davon, dass wir das gleich hier irgendwie so mit rumklicken und so mitmachen müssen. So wie das auch bei dem Trankbrauen damals mit Wilbur gewesen ist. Aber gut, ihr Lieben, ich würde sagen, das probieren wir dann beim nächsten Mal gemeinsam aus. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen wunderschönen Tag. Ja, deine Fingernägel sind bestimmt ganz sauber. Einen wunderschönen Tag, sage tschüss und bis zum nächsten Mal.